Kann man geil in einer Woche starten. Neue Folge Fußball 2000. Wir gewinnen 5-1 gegen Bayer Leverkusen und haben eine englische Woche und spielen im Pokal gegen die Stuttgarter Kickers. Darüber und über viele weitere Dinge sprechen wir gleich. Fußball 2000, wir sind endlich wieder da. Ich habe es auch wieder geschafft, aber neben mir an meiner Seite ist der wunderbare, einzigartige Superprakti Nikan. Er ist heute Problemprakti auch genannt. Ja, vorhin Problemprakti, weil es mit Toni nicht klappte. Jetzt ist aber jetzt alles klappt. Super. Aber Nikan ist da, einer fehlt, und zwar der Basti, denn der hat heute Geburtstag. Der lässt sich die Sonne auf dem Bobo scheinen in Ibiza. Und ich würde sagen, wir gratulieren ihm. Alles Gute. Alles Gute, mein Lieber. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Und jetzt wird hoffentlich geschnitten. Also Basti, alles Gute. Ja, sympathischer N20er. So kannst du weitermachen. Forever N20er. Auf Forever. Jeden Fall. Forever and ever. Aber die Eintracht hat ihm ein schönes Geschenk gemacht, muss man sagen. Und zwar am Samstag dieses wunderbare Ergebnis. 5-1, lieber Weide. Was war da los? Also wenn wir ganz vorne anfangen, würde ich beim Aufstellungsbogen, den ich nicht bekommen habe, aber du, weil du vor Ort warst und arbeiten musstest, anfangen. Als ich die Aufstellung bzw. die 11 Menschen sah, die auf dem Spielfeldbogen standen, die dort in der ersten 11 standen, dachte ich, sah ein bisschen nach Viererkette aus. Und habe gedacht, nein, bitte nicht. Aber du hast es ja anders gesehen. Und du hast auch in der In den Highlights. Hast du ja auch trotzdem gesagt, du warst schon ein bisschen verwundert ob der Aufstellung. Da hast du ein bisschen Angst gehabt. Ja, ich habe mich gefragt, ob er wirklich so spielen lassen möchte, weil da gab es ja doch das ein oder andere Fragezeichen. Ja. Und, aber er hat so ein bisschen am Freitag auf der Pressekonferenz, hat OG schon gesagt, irgendwie Jakic, der fast schon logische Hasebe-Ersatz hinten, ja, weil du eine gewisse Körperlichkeit brauchst gegen Schick da in der Zentrale. So, man hätte drauf kommen können, dass er es dann so durchzieht mit der Nummer mit Jakic zentral, Ebimbe rechts, Lenz links. Das war schon alles so ein bisschen halt krass zusammengewürfelt. Und ich dachte, boah, gegen das Potenzial, was diese Leverkusener Mannschaft ja nach wie vor hat und dieses Tempo vor allen Dingen, ja, da darfst du dir keine Fehler erlauben. Aber Leverkusen war brutal schlecht und die Eintracht war einfach brutal gut von der ersten. Da will ich mit dir gleich drüber sprechen, auch über die Schlechtigkeit. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt. Schreibt es mal in die Kommentare, ob es wenn es das Wort gibt, von Leverkusen. Aber die Tatsache, dass Jakic überhaupt wieder gespielt hat, denn man muss ja schon sagen, gegen Tottenham, das war so ein bisschen wackelig. Was war dein Gefühl? Bist du Jakic-Fanboy? Hast du gesagt, okay, er kann jetzt alles durchregeln? Ich bin definitiv Fan von Jakic, weil du bei ihm einfach immer weißt, was du kriegst. Das ist für mich so ein besserer Dominic Kor. Also du hast ein Paket, du weißt ganz genau. Sehr gut, dass du besser gesagt hast. kein No Pun intended hier, ja? Also du weißt genau, okay, das kann er und das kann er nicht. Und, aber trotzdem nach dem Tottenham-Spiel dachte ich, okay, vor allem auch diese Hacken-Aktion, dachte ich, okay, nächstes Spiel kriegt er eine Pause. Und dass er dann aber in der Innenverteidigung eingesetzt wird und dann so ein Spiel macht, hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist genau der Punkt. Der fünfte Gast will vielleicht auch was sagen, liebe Wespe. Schauen wir mal. Aber war es denn gut auch für den Kopf, dass Jakic einfach gleich wieder durchgespielt hat? Nee, es war. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich einen von den Sechser mir hätte aussuchen können, der diese Hasebe-Position spielt, wäre ich auf So gekommen, weil der einfach ein viel, viel besserer Fußballer ist. Stimmt natürlich, körperlich ist Jakic wahrscheinlich besser. Ich bin jetzt nicht der riesige Jakic-Fan, weil ich finde auch, du kriegst was. Du erwartest von ihm, er ist jetzt nicht der Riesenfußballer. Und das hat er aber natürlich sensationell gemacht, finde ich, hinten. Also das hat der Mannschaft Sicherheit verliehen, was sonst nur Kevin Trapp schafft. Sicherheit aus. Der ist da besser aufgehoben als auf rechts. Ich glaube, das haben wir alle gesehen. Definitiv. Und er war aber nicht der Einzige, der auf Positionen, die er eigentlich jetzt nicht so begleitet, irgendwie gut war. Also ich fand auch Ebimbe auf rechts war bis jetzt der Rechtsverteidiger, den ich am stärksten fand. Und es hat auch mal wieder Lenz gespielt. Gut, der gehört dahin. Ich fand auch das Lenz, also jetzt nicht mit großem Abstand, aber es war schon der Außenverteidiger, der das bis jetzt, finde ich, am besten gemacht hat, weil er meiner Meinung nach einer der wenigen Außenverteidiger, es gibt ja nicht so viele bei der Eintracht, der flanken kann und das hilft. Aber lass uns kurz nochmal bei Jakic bleiben, weil ganz entscheidend finde ich, was Glasner auch nach dem Spiel dann gesagt hat, ist, dass die Jungs, die normalerweise den Sechser spielen, eben am wenigsten Probleme haben, in so eine Position hinten, in so eine Dreierkette zentral dann reinzurutschen. Du hast bei Jakic gesehen, dass er auf der Außenbahn sichtbar fremdelt. Klar, da gibt er auch alles mit seinen bekannten Fähigkeiten, aber er ist halt kein Außenbahnspieler. Aber diesen Transport hinzubekommen vom Sechser zum zentralen Element einer Dreierabwehrkette, schaffst du, glaube ich, und das hat Glasner auch gesagt, halt deutlich leichter. Und deswegen war diese Option fast naheliegend, weil du So eben auch wieder als Laufmaschine zwischen den Strafräumen in so einem Spiel wieder zu sehr gebraucht hast. Das meine ich immer. Es gibt ja, also Sechser, das Sechser des Spiels, der Sieber war ja früher auch ein Sechser. Ja. Ne? Und deswegen vor 70 Jahren.
Ja, es passt. Aber Basti, der Einzige, der Hasebe, weil er so alt ist, Hasebe noch auf der 6 gesehen hat. So schwarz-weiß Aufnahmen. Deswegen dachte ich, weil so ist für mich ähnlicher zu Hasebe. Deswegen dachte ich, hätte so nach hinten gezogen. Aber ja. Jagic hat das wirklich gut gemacht. Also, keine Ahnung. Aber trotzdem, ihr sprecht super Punkte an. Ich finde, Jagic hat ein gutes Spiel gemacht. Muss auch sagen, wenn man das relational betrachtet, dass gerade gegen Tottenham, gegen so eine Top-Mannschaft, dass da auch Fehler passieren können, ist ja ganz klar. Das war trotzdem aber jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich finde aber auch, was du gesagt hast, die Außen. Ich finde, Ebimbe, der kommt rein und der haut rein. Das ist ein guter Typ. Ja, bringt viel halt mental mit, viel körperlich mit. Ist ja noch so ein bisschen wild manchmal in seinen Aktionen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Spieler, der nach Frankfurt auch passt. Ja, der Art und Weise, wie er sich da reinbeißt. Der ist auch schon voll im Team. Also der jubelt mit, also das ist klasse. Du merkst, der ist ja relativ spät eigentlich dazugekommen, aber das passt. Ja, Ebimbe, mir da auch sicher, dass das noch richtig gut werden kann. Aber der beste Name. Mir war klar, dass... Kippt mir einen hinter die Ebimbe am Wochenende. Das ist so krass. Ich hör dann, wie ihr schon so murmelt und dann ist mir schon klar, jetzt kommt gleich der nächste. Ein hessischer Franzose kann nur Ebimbe heißen. Ja. Ist das richtig. Aber geiler Typ, das liefert er ab. Du hast Lenz auch angesprochen. Aber trotzdem, wir sind natürlich jetzt voll des Lobes. Man muss schon sagen, dass die Eintracht zwar, finde ich, dominant in der ersten Halbzeit war, aber die Chancenverwaltung, das war schon ein bisschen problematisch. Nika, du hast, glaube ich, im 42er, wo warst du? Oder? Ja, ich war im 42. Ja, genau. Und da stehst du ja hinter dem Tor direkt, wenn Kolumani aufs Tor rennt und du schreist, ja, er macht ihn. Und dann schießt er einmal Radetzky an und einmal wird er abgegrätscht. Aber dennoch war ich trotzdem zu meinen Freunden dass mit der Meinung, dass ich gesagt habe, der braucht auch mal Spiele, wo er jetzt nicht direkt jeden Schuss reinmacht. Der ist so überragend und in der zweiten Halbzeit hat er es dann auch wieder gezeigt, was er drauf hat, welche Pässe er da auf Lindström spielen kann. Von daher war ich eigentlich gar nicht, nach dem Spiel war ich gar nicht der Meinung, dass Moani ein schlechtes Spiel gemacht hat. Im Gegenteil, du brauchst solche Phasen, um dann eine Entwicklung zu machen und im nächsten Spiel dann die Dinger zu machen. Ja, die hat er, also ich fand, er hat überhaupt kein schlechtes Spiel gemacht, aber es war schon so, wir hatten die Chancen, wir haben sie teilweise nicht verwandelt und da war es dann schon dieser Dosenöffner, der musste dann erstmal kommen. Aber Phil, was willst du sagen? Ich wollte noch eine Geschichte erzählen, die übrigens hier unser weltbester Kameramann heute, goldigste obendrein, der Andi, gell, hinter der Kamera, Grüße, Andi. Der Andi war Samstag 90 Minuten stand er hinter dem Tor und war nah dran und hat gesehen, dass Kevin Trapp die Fans permanent hochgepusht hat, was Kolumani angeht. Ja. Der hat gesagt, Leute, ihr müsst den weiter anfeuern. Ja, das wird, feuert den weiter an, lasst den nicht hängen. Und das ist halt auch so ein Zeichen dafür, wie geil das momentan da funktioniert. Auf jeden Fall, das ist ein geiles Zeichen. Dann trotzdem hat er sich ja auch den Elfmeter genommen. Ja, dann das war ja so das Ding, wo du sagst, okay, jetzt endlich das Tor für die Mühlen davor. Ja, und dann versemmelt er. Ne? Und dann diese Aktion, dass der Elfmeter wiederholt wurde. Wie stehst du dazu? Weil ich muss sagen, im Stadion habe ich das natürlich nicht gesehen und fand das natürlich ein bisschen merkwürdig. Ich freue mich, wäre das aber gegen die Eintracht gepfiffen worden, wäre ich natürlich total wütend gewesen. Ja, ich glaube, das ist perfekt zusammengefasst. Also ja, komm, wir müssen das nicht großartig thematisieren. Es gibt diese Regel, dass er halt nicht so machen darf. Da kann man drüber streiten, wie schwachsinnig oder nicht schwachsinnig ist, weil die hat die ja nicht gehalten, weil er so macht und hat den gehalten, weil er schlecht geschossen war. Nein! Ja. Und wenn der Schiri das dann nicht sieht, dass er diesen Schritt macht, dann kann es auch nicht so eklatant gewesen sein, dass da dann der VAR eingreift. Wie gesagt, regelkonform, aber auch an dieser Stelle, finde ich, macht jetzt der VAR den Fußball nicht besser, sondern eher noch komplizierter. Aber man kann es auch abhaken, letztlich ist es für die Eintracht gut gelaufen. Von daher können wir uns auch nicht drüber beschweren. Und Lutz Wagner, der DFB-Schiedsrichterlehrer, der saß eine Reihe über mir auf der Pressetribüne und zu dem sie in der Pause hat gesagt, naja, die Schiedsrichter haben jetzt vor kurzem die klare Ansage bekommen, das halt wirklich auch konsequenter zu pfeifen und wirklich darauf zu achten. Sind beide Füße auf der Linie? Und sagt, er ist auch egal, ob du so stehst oder so stehst, wenn du mit beiden Füßen vor der Linie bist, dann bist du halt davor und dann wird halt... Genau, das ist genau das Ding, du musst es halt irgendwann mal konsequent durchziehen, weil gefühlt macht es halt jeder Torwart automatisch, da kommt der Ball, da gehst du halt so nach vorne. Ja. Ich bin kein Torwart, aber das machst du automatisch. Und auf jeden Fall machst du so, ja, genau. Genau wie dieses, genau wie dieses Reinlaufen. Laufen, ja. Genau wie das wird auch mal gepfiffen und mal nicht. Also das musst du dann entweder konsequent durchziehen, dann gibt es, glaube ich, 8000 Elfmeter-Wiederholungen in einer Saison, wenn es ist, was sie wollen, von mir aus. Wie gesagt, es ist regelkonform, die Regel finde ich kacke, aber so ist es gelaufen. Gut für die Eintracht, sind wir froh und von daher. Aber das ist ja genau der wichtige Punkt. Wahrscheinlich ist jetzt Leverkusen das Opfer dieser neuen Regel. Ja, die Regel gibt es ja schon immer. Wahrscheinlich haben wir letzte Woche gesagt, hier denkt mal dran, wir haben diese Regel. Genau, also, aber dass das strenger gehandhabt wurde. Ja. Davon sind sie Opfer geworden, für uns ist aber ganz gut. Und es hat ja auch zum Spiel gepasst. Und die Mannschaft wurden darüber auch informiert, was sie jetzt eben gesagt haben. Also ist Radetzky letztlich irgendwie auch selbst schuld. Also das ist halt, richtig. Ne, dann bleib halt stehen. Also wie gesagt, ich finde, es ist einfach, das machst du automatisch. Aber egal. Wie gesagt. Ja. Aber schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall war es dann der Dosen öffnet und zwar die Wiederholung. Das fand ich schon eine Baba-Aktion. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Baba. Weil ich schon das Gefühl hatte, okay, Kamada hat jetzt immer gesagt, okay, Kinder, lass mal den Papa jetzt schießen. Wo ich gedacht habe, mit so einer Sicherheit. Ursprünglich wollte ich sogar, aber dennoch, dass Moani den schießt. Weil ich wollte, dass der sich belohnt für diese erste Halbzeit, die er hatte. Okay, und dann holt ihn sich Kamada, der herausragende Saison spielt und haut das Ding da sicher rechts an Radetzky vorbei. Also,
Aber dennoch war ich der Meinung, dass Kolumani den eigentlich schießen sollte, um sich das Selbstbewusstsein wieder zu holen, finde ich. Für mich war das tatsächlich so eine spielentscheidende Situation, dass Kamada, der im Vergleich zu den Vorsaisons jetzt noch mal präsenter auf dem Platz ist, noch mal Führung übernimmt. So kam es mir vor, oder Philipp, interpretiere ich dazu viel hinein? Nee, total. Also der hat so eine neue Chefrolle da jetzt ein bisschen eingenommen. Und das ist ja auch das, wo wir die letzten Wochen immer, wenn es in den Spielen gegen Wolfsburg, Bochum, wo du gesagt hast, du brauchst in diesen Spielen brauchst du ein, zwei Jungs, die das Ding dann so ein bisschen an sich reißen und ziehen und Verantwortung übernehmen und mit ihrer individuellen Klasse dann halt auch mit ihrem Selbstvertrauen einen Unterschied machen. Das war genau so eine Situation am Samstag mit dem zweiten Elfmeter nach der Wiederholung. Wer schnappt sich jetzt den Ball? Kolo, willst du da jetzt nicht verbrennen? Ja? Ich verstehe den Ansatz zu sagen, okay, beim zweiten Mal macht er einen rein und dann ist er irgendwie komplett über den Berg. Aber wer nimmt sich in dem Moment den Ball? Und dass das Kamada war, war ein Statement. Der war ohnehin unfassbar präsent. Am geilsten fand ich noch seine Grätsche an der Mittellinie. 90. Minute, zack, da zeigst du. Junge, aber das sind so Situationen und das finde ich halt geil. Ne? Ich meine, jetzt springen wir natürlich vom Timetable, aber natürlich in der 90. Minute nochmal so reinzugehen, zeigt, dass du bissiger bist. Das hat der letzte Saison aber nicht gemacht. Nee, ja. Das war so eine Entwicklung, die er jetzt gemacht hat. Genau. Deswegen wir alle so erfreut an ihm sind. Und denk dran, wie der damals herkam, als irgendwie 40 Kilo schmaler Japaner, so busy wie der Andi, unser Kameramann, und kam hierher, so busy verschüchtert. Jetzt guckt ihr den an, ey. Hier, Brust raus und grätscht an der Mitte die 90. Minute. Ja. Geil. Lecco mio am Archibaldi. Ich kann auch Italienisch. Phil Allround-Talent, ja. Also ihr merkt, wir haben uns hier die größte Verstärkung dazugeholt. Aber weiter geht's. Und zwar, das war natürlich ein richtig geiler Push für die zweite Halbzeit. In der Halbzeitpause gegangen. Und danach ging es eigentlich so weiter und man hat sich ja belohnt. Weide. Kannst du jemand anders? Ich probiere es. Ich stelle die Frage und formuliere sie dann um. Wie siehst du das, lieber Nika? Wie siehst du das? Dass im Endeffekt die Eintracht ja auch wieder gut rausgekommen ist, auch weiter versucht hat zu pressen, aber dann Gegentor. Also das haben wir ja diese Saison schon oft, dass wir Standard-Gegentore kassieren. Aber ich fand, diesmal war es nicht, weil wir schlecht verteidigt haben, sondern weil wir einfach noch nicht sortiert waren. Also du siehst, der Freistoß wird gepfiffen. Auch ich im Stadion, ich drehe mich erstmal zu meinen Freunden um und dann fliegt schon die Flanke rein und keiner ist gefühlt da, Tuta kommt zu spät und dann köpft er das Ding rein. Also es war für mich nicht, weil wir zu schlecht verteidigt haben. Das gehört dazu zum schlecht verteidigen. Aber sofort hell wach sein. Der Ball liegt da, ist freigegeben. Immer wach. Dann musst du nicht anfangen. Sag mal, machst du? Stehst du da? Ach nee, ich stehe immer wach. Oder das muss ich einer vom Ball stellen. Oder ja. So. Ne? Ja. Also das ist unclever verteidigt. Ja, du hast so eine Reaktion, liebe Leute, das könnt ihr übrigens euch auch angucken, das ganze Spiel nochmal kommentiert von den drei Dudes hier. Ja, wo hast du doch gesagt, es sah so aus, als hätten sie die ganze Zeit noch Videowürfe geguckt. Ja. Also sie waren halt nicht wach in dem Moment. Das ist dann, denen sind die ja schlecht verteidigt. Also du musst ja, entweder stellst du dich davor, einer vom Ball, wird angeschossen, geht gelb, oder steht einfach davor und sagt, hier, so tief. Das ganze Spiel eine Verteidigung, das ganze Leben ist eine Verteidigung. Also ein Freistoß aus dem Halbfeld darf nie, das ist das leichteste zu verteidigen überhaupt, weil der ist so lange unterwegs eigentlich. Und der köpft ja auch gefühlt aus 23 Metern. Also wenn du den einfach nur verteidigst, dich da irgendwie dran stellst an dem, dann passiert da nichts. Und da müssen sie wacher sein. Aber der Praktiker muss auch wacher sein. So, ich merke schon jetzt, Problem Praktiker auf jeden Fall. Schreibt mal, was ihr noch für Kommentare habt. Aber was mich auf jeden Fall begeistert hat, war, dass man gar nicht zurückgesteckt hat. Denn das Wichtige, ein anderer Knackpunkt war für mich, dass sie einfach weitergemacht haben und direkt danach war es ja so, dass der gute Mann Kolo Muani sich dann mal belohnt hat. Auf jeden Fall. Also davor die Flanke von Lenz ist natürlich überragend. Ja. Also, wir haben ja gerade gesagt, das ist gefühlt der einzige Verteidiger bei uns, der geile Flanken schlagen kann. Aber dass dann Muani sich da so reinarbeitet in den Zweikampf, ich meine, in den Highlights habt ihr gesagt, dass der den machen muss, aber für mich ist es gar nicht so ein hundertprozentiges Ding. Der muss ja sich so renken, damit er den Ball noch an Radetzky vorbeiköpft. Mhm. Und da ist dann wirklich so ein Ding gewesen, was ich auch schon in der ersten Halbzeit wollte, der soll sich belohnen. Und da hat er sich belohnt. Aber guckt euch bitte nochmal in unseren Highlights dieses Tor zum 2:1 in der Entstehung an, wo Lenz mit dieser Grätsche den Ball gewinnt. Ja, bekommt am Ende des Angriffs wieder den Ball und hat die komplette Kostic-Aktion. Der wird angespielt, legt sich mit der rechten Hacke genauso vor, dass er mit links genau die Flanke reinsteckt. Das war komplett Kostic. Also wirklich in einer Aktion. Und diese Saison haben wir einen Stürmer, der das Ding reinköpft. Das hat uns letzte Saison gefehlt. Alario. Ach nee. Das hat uns letzte Saison gefehlt. Aber diese Saison haben wir Muani, der auch kopfballstark ist. Und das ist eigentlich der Unterschied zur letzten Saison, finde ich. Stürmer. Ja. Und ein Stürmer, der funktioniert. Ein Mittelstürmer. Stürmer Nummer 1. Es ist halt wirklich eine absolute Feelgood-Tatsache gewesen an dem Samstag, dass auch alle Leute getroffen haben, wo du dich gefreut hast. Aber Lindström, der ein herausragendes Tor macht, auch so eine Weiterentwicklung. Wurde auch oft in den Kommentaren bei uns erwähnt, dass wir viel zu wenig über Lindström sprechen. Ich habe vollkommen recht. Aber es ist. Wir müssen es jetzt auch mal ansprechen. Dieses Tor war herausragend. Das ist diese Weiterentwicklung von der letzten zu dieser Saison, dass er diese Verantwortung auch übernimmt. Aber ganz ehrlich, auch die Leute, die nicht getroffen haben. Und Götze hat ein wunderbares Spiel gemacht. Ja, wollte ich gerade sagen, also den ganzen Torschütz kann man immer loben. Aber ich finde, wer fast ein bisschen untergeht, so ein bisschen in den ganzen Loben, ist Mario Götze. Ja. Also für mich,
Ich bin immer noch begeistert, wenn ich den Fußballspielen sehe, weil der meiner Meinung nach, der macht immer alles, also nicht immer, aber fast immer alles richtig. Der erste Kontakt von dem ist ein Traum, ist ein Gemälde. Also wirklich jeder erste Kontakt und der weiß immer, was er macht. Diese Pässe, haben wir vielleicht auch gesehen, auf Kolomoani, den er dann nicht macht. Der versteht, wie man Fußball spielt und der kriegt es halt auch noch da unten rein, was nicht viele können. Nein! Nein! Von daher, also für mich Mario Götze fast der Spieler des Spiels. Ja. Was jetzt ein bisschen doof ist, weil halt irgendwie fünf verschiedene Torschützen sind. Nee, nicht dabei. Finde ich gut, trotzdem. Dann klaren Matchwinner zu definieren. Ja, weil so viele von den Jungs so absurd krass gut waren am Samstag, dass dieses Gesamtkunstwerk halt maximalen Sinn ergeben hat. Ja, es ist ganz schwer, da Leute rauszupicken. Deswegen, du musst halt wirklich auch. Aber es ist auch wieder. Vergleich das mit der Woche vorher in Bochum. Jetzt rede ich mich doch wieder auf! Es ist ja wirklich verrückt, Leute. Guck mal. Guck dir die Spiele an, gegen Leipzig, gegen Union, jetzt das Ding gegen Leverkusen. Dann hast du diese Ausreißer nach unten gegen Wolfsburg und Bochum. Und es ist wirklich diese Bandbreite an Emotionen, die uns diese Mannschaft jetzt schon beschert hat. Teilweise innerhalb einer Woche, kann Marc Weidenfeller jetzt auch sehr gut erklären, wenn er so die Hand hebt. Nee, ich wollte einfach nur sagen, bin ich gespannt. Also das war ein super Spiel. Was man nicht vergessen sollte, ist, dass Bayer Leverkusen auch wirklich der perfekte Gegner dafür war. Absolut, das stimmt. Die kamen mit diesem Pressing nicht klar. Sie haben ja gefühlt 8000 Bälle in der eigenen Hälfte verloren. Mhm. Die Abwehr ist, die sind noch langsamer als ich. Als ich in meinen besten Zeiten war, ein Ticken schneller vielleicht als die Abwehr von Bayer Leverkusen. Aber es war ja Wahnsinn. Die haben so hoch gestanden und ich weiß nicht, wie viele Bälle in die Tiefe reinkamen und die sind einfach immer weggelaufen. Also das war unglaublich. Leverkusen hat gespielt wie eine absolute Anfängermannschaft, die wirklich alles falsch macht, was du gegen Eintracht falsch machen darfst. Du darfst dir keine Räume geben, musst aufpassen im Spielaufbau, dass du nicht so viele Bälle verlierst. Und das haben sie, die haben viele Bälle verloren, die haben unfassbar viele Räume gelassen, sind nicht hinterhergekommen, haben verteidigt wirklich wie die größten Amateure. Das soll die Leistung nicht schmälern, aber Bochum hat halt nicht so gespielt. Ne? Bochum hat halt Zweikampfhärte dagegen, hat keine Bälle verloren. Haben dir keine Räume gegeben. Wenn du einfach Räume gibst, vergiss es. Aber das sind natürlich auch ganz unterschiedliche Spiele. Leverkusen war wirklich der perfekte Gegner, aber wir müssen trotzdem darüber reden, denn am Samstag hat Leverkusen einfach überhaupt nichts angeboten. Nee. Die wollten, du hast nie das Gefühl gehabt, dass sie hier ernsthaft gewinnen wollen. Die haben auch nicht Offensivaktionen, die waren nicht brutal. Denn natürlich kann immer einer reinrutschen. Aber die Eintracht war dominant, sie war griffig. Da war noch, haben auch jeder hat füreinander gearbeitet. Das letzte Tor, Alario, ne? Das hat er ja irgendwie vorbereitet bekommen, wo du gedacht hast, alles klar, wie cool ist es, dass Boré den nochmal weiterleitet, damit Alario endlich sein Tor auch gegen seinen ehemaligen Verein macht. Also es hat alles ineinander gegriffen. Aber wie kann das sein, dass auch Leverkusen so unfassbar schlecht spielt? Ja, das ist halt keine Mannschaft. Das, finde ich, hast du am Samstag wirklich krass gesehen. Die haben so viel Potenzial. Und Glasner hat den halt auch ziemlich ausgecoacht, den Xabi Alonso, ne? Also das war die perfekte Taktik gegen Leverkusen. Aber auch daraus, Weide hat es gesagt, du darfst der Eintracht keine Räume geben. Also Leverkusen war komplett naiv, als hätten die keine Ahnung, wie Eintracht Frankfurt spielt und was die Stärken und Schwächen der Eintracht sind. Das war wirklich kurios. Aber Leverkusen, habt ihr das nach Abpfiff gesehen, als Radetzky da in die Kurve gehen will und keiner will mitgehen. Und er dreht sich um, hat einen Riesenhass und versucht, die alle noch irgendwie ranzuwinken. Und keiner von denen hat Bock, in die Kurve zu gehen. Keiner. Da muss richtig Alarm sein. Und dann siehst du halt, dass bei der Eintracht, ja, mit diesem Zusammenhalt, das Tor, wo Boré, der wirklich auch eigentlich Tore für sich selbst braucht, dann da querlegt auf Alario, ja. Du siehst, wie hat übrigens auch Andi am Samstag im Stadion, weil er am nächsten dran war, festgestellt, dass eben Hasebe dann an so einem Tag auch nicht auf der Tribüne, sondern auf der Bank sitzt, ja, mit unten. Das sind so die kleinen Feinheiten, die kleinen Unterschiede, wo du sagst, alles klar, und das ist schon ganz gut. Wenn die Eintracht so unterwegs ist, dann ist sie echt oben am Limit, aber die Bandbreite ist halt nach wie vor. Die Bandbreite macht mich natürlich total fuchsig. Ich muss sagen, ich war auf der heimischen Couch einigermaßen erzürnt. Ich meine, hier war jetzt die ganzen letzten Wochen hier bei Fußball 2000. Ich bekomme das dann immer wieder so mit und denke mir, warum kriegen wir es nicht hin gegen einen Gegner, die natürlich aggressiv, auch die haben auch klug gearbeitet. Bochum hat es letzte Woche echt smart gegen uns gemacht. Die sind aggressiv angegangen, da haben wir kein Mittel gefunden. Und da stelle ich mir aber trotzdem die Frage, die sind trotzdem Tabellen 18. Wenn wir diese Punkte noch hätten, Nikan. Dann hättest du andere nicht geholt. Dann wären wir jetzt nicht mehr auf Platz 5 und punktgleich mit dem 4. nach 10 Spieltagen. Was aber auch, hätte man mir das vor der Saison gesagt, dass wir punktgleich mit dem 4. sind, hätte ich das sofort unterschrieben. Also wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen. Wir sind immer noch Punkt. Eintracht Frankfurt. Ja? Ist das die Herangehensweise? War es jemals leichter, deutscher Meister zu werden als in dieser Saison? Bayern ist wieder überragend. Also dass sie 2-3 Punkte liegen lassen in ein paar Spielen, also die werden wieder Quatsch, Meister. Das ist natürlich Quatsch, aber... Ja, aber ich glaube... Ist ja immer das Gleiche mit der Eintracht. Beide will zumindest wieder in die Champions League, ja? Das wäre auch nicht die Eintracht, wenn sie halt in Bochum verlieren, danach bei Leverkusen nicht schlagen. Das wird halt immer so sein, auch wenn Glasner die Diva austreiben will. Ja, alles gut, wie die spielen, das sind vierte, fünfte. Ich meine, trotz allem, du bist in der Bundesliga als Fünfter, wir haben Mitte Oktober.
Du bist morgen spielst, das ist ein gutes Los, eine realistische Chance, ins Achtelfinale im DFB-Pokal einzuziehen. Du hast in der Champions League die Chance, aus eigener Kraft das Achtelfinale zu erreichen. So. Das dürfen wir auch nicht vergessen, aus eigener Kraft. Klar, ja, musst du zweimal gewinnen dafür. Ja, wenn du einmal gewinnst, bist du wahrscheinlich Dritter. Auch das wäre schon ein Erfolg. Nee. Ja, also von daher. Ich meine, du sprichst ja die guten Situationen an. Und natürlich ist es, mich nervt es so, Niederlagen gegen Bochum, wo du auch merkst, die haben einfach keinen Bock gehabt oder irgend sowas. Das hat für mich viel mehr gefehlt, diese Einstellung. Das hat da gefehlt. Und am Samstag war es wieder komplett da und du merkst, was für ein Potenzial da ist. Aber klar, wenn wir rationalisieren, dann ist es natürlich trotzdem so, 17 Punkte jetzt schon geholt. Wir haben die zweitmeisten Tore nach dem FC Bayern München. Das sieht objektiv nach keiner schlechten Saison aus. Dreifach Belastung. Und wir haben schon 9 Gegentore nach Standards kassiert. Das ist ein Ding, das kann dir komplett das Genick brechen am Ende. Sehr gut. Aber das musst du jetzt schnell abstellen. Der Unterschied ist, und das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, wir haben immer noch Schwierigkeiten, tiefstehende Gegner zu bespielen. Das Leverkusen stimmt, war kein tiefstehender Gegner. Im Gegenteil. Die wollten haben die überhaupt auch, gestanden, also, ehrlich die gesagt. Die konnten zwar nicht, aber die wollten was mit dem Ball anfangen. Das war auch Xabi Alonso's Auftrag an seine Mannschaft. Und Bochum dagegen steht tief drin oder Wolfsburg stand tief drin. Und waren sehr aggressiv auch. Ja. Wir müssen Angst haben von den Stuttgarter Kickers morgen. Das mag sein. Aber Leute, ich will noch eines ansprechen. Das ist mir die letzten Wochen, Tage aufgefallen. Nicht Wochen, Tage, weil das war in Bochum sehr eklatant. Und das ist mir auch gegen Tottenham aufgefallen und jetzt auch gegen Leverkusen. Kevin Trapp hat ein super Spiel gemacht, muss man sagen. Also hat wirklich die Dinger rausgeholt. Ich finde, Kevin Trapp hat auch wieder erneut ein richtig gutes Spiel gemacht. Kevin Trapp, er strahlt Sicherheit aus. Das ist doch etwas, was er der Mannschaft auf jeden Fall gibt. Schießt, ja, erstens das, aber schießt weniger. Macht die Bälle raus. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass mittlerweile andere die Situation übernehmen oder auch die Pässe und so weiter und so fort, dass das Aufbauspiel nicht mehr so manchmal komplett vogelwild ist. Weil man muss schon sagen, ich liebe Kevin Trapp, aber die wilden Abstöße, die gehen allermeistens zum Gegner. Und ich glaube, das ist etwas, was du auch gegen Bochum gesehen hast, wo er ein wildes Passspiel hatte und was jetzt besser gemacht wurde. Also ich glaube, vielleicht haben sie auch daran gearbeitet. Ja? Wollte ich euch nur mitgeben. Nee, ja, ihr habt versucht, Fußball zu spielen. Ja. Also insofern, wir gucken mal, aber ihr habt es schon angesprochen, ich wollte euch die Überleitung und nicht kaputt machen, natürlich. Stuttgart, du fährst hin, mein Lieber. Ich fahr hin. Auf der Waldau. Ja. Oder Gazi-Stadion. So, wir haben es vorhin in der Vorsendung geklärt. Ich hatte gesagt, das ist das Degerloch. Und er hat mich komisch angeguckt. Hier mittlerweile ist Gazi-Stadion. Aber als ich noch jung war, hieß es das Degerloch. Aber geile Sache, 18 Uhr. Wie lange fährt man da? 2 Stunden. Also in Stuttgart. 2,5 Stunden. Immer Stau. So. Ja. Also es wird ja nicht großartig anders als das Spiel gegen von der Anfangszeit. Wenn die anderen als gegen aber ich finde, es wird ein geiles Spiel. DFB-Pokal abends 18 Uhr. Keine großartig weite Anfahrtszeit oder Anfahrtsstrecke eher. Und ich meine, man hat ja gegen Stuttgart gesehen, was für eine geile Stimmung im Auswärtsblock war. Und wenn wir das jetzt im Pokal auch noch der Mannschaft mitgeben, dann kann es eigentlich nur ein geiler Pokalabend werden. Auf jeden Fall. Oberliga Baden-Württemberg, Tabellenführer, da relativ relaxed. Aber man muss schon sagen, als Bundesligist, der in der Champions League unterwegs ist, musst du halt auch da präsent auftreten. Aber Mario Götze hat schon gewarnt. Und das finde ich ganz gut, dass sie den Fokus auf dem Team haben und nicht irgendwie sagen, das setzen wir auf eine Arschbacke ab. Weil, egal, du weißt nie, wie die Saison läuft. Im Endeffekt schaltest du unglücklich in der Champions League aus und denkst, wo könnten wir jetzt noch was holen, nach oben geht dann auch nichts mehr, weil die Bayern dann noch wieder durchrennen und dann denkst du, was könnte man machen? Und da ist der DFB-Pokal immer eine wunderbare Alternative. Aber Frage meinerseits, würdet ihr die Rotationsmaschine anwerfen morgen? Nein. Also ich würde das nicht wieder wie gegen Bochum machen und durchwechseln, weil auch nicht gegen die Stuttgarter Kickers? Ja, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Oh, Alter, ja, jetzt hier. Ja, ich merke schon. Aber trotzdem, du musst jetzt vor allem... Franzenprakti. Vor allem gegen Leverkusen haben wir so krass kombiniert und die Mannschaft war so ein gutes Gefüge. Ich denke nicht, dass du das jetzt auseinanderbrechen solltest wieder. Die sollten jetzt genauso weiterspielen und dann den eigenen Flow finden. Und Götz hat es ja auch gesagt, wir dürfen Stuttgarter Kickers nicht auf die gleiche Schulter nehmen. Aber das sagen sie natürlich immer. Nie kann ich dir zustimmen, dieses Mal auch nicht. ich hätte gesagt, also ganz im Ernst, wir haben auch noch nicht drüber gesprochen, dass halt Sebe nicht mehr spielt, höchstwahrscheinlich bis zur Winterpause. Dass Ansgar Knauf höchstwahrscheinlich auch nicht mehr spielt bis zur Winterpause. Also die pfeifen gerade wie Philipp Hofmeister auch schon seit 42 Jahren aus dem letzten Loch. da darf personell nicht mehr viel passieren und deswegen würde ich sagen... Würde ich sagen, bei aller Liebe, das ist ein Fünftligist. Du musst ja nicht alle rausnehmen, aber trotzdem, also Alario ist ja immer noch, der weiß ja auch, wo rechts und wo links ist und Boré weiß auch, wo das Tor steht und da gibt es auch noch Leute wie Smolcic, die auch irgendwann mal spielen müssen. Ich würde da schon ein bisschen durchwechseln, weil das sind immer noch harte Wochen, das sind immer noch 4 Wochen, glaube ich, bis zur Winterpause mit
gefühlten 18 Spielen. Also wenn du irgendwo rotieren kannst und solltest, dann bei einem Fünftligisten. Aber dann sag mir, schreib in die Kommentare, aber wen würdest du dann rausnehmen konkret? Es gibt ja Spiele, einfach Spiele, die jetzt viel gespielt haben. Wie Tute hat uns also jedes Spiel gemacht, der wird es echt mal gut tun. Oder Indika wird es mal gut tun. Oder hast du ja andere Innenverteidiger. Ja, Smolcic hat ja jetzt auch schon Champions League gespielt. Wenn du das ganze Spiel lassen, der eh nicht ganz nicht gespielt. Kannst du auch Ebimbe spielen lassen. Rode spielt eh nicht. Naja, Alidou. Alidou kannst du mal spielen lassen. Alidou wäre schon mega. Und gerade gegen so. Du kannst Kolumuani rausnehmen. So, also Alario ist auch schneller als ein Fünftiges, glaube ich. Also ich würde ich würde es abhängig von den Jungs machen. Ja. Wenn ich Glasner wäre, würde ich die Jungs fragen. Die sind, glaube ich, ehrlich. Hast du einen konkreten Wunsch? Nee, ich würde es wirklich abhängig davon machen, wie sich die Jungs so ein bisschen fühlen. Aber ich würde tatsächlich auch eher ein bisschen mehr durchmischen, wie bei deinen Locken ich das gerne würde. Sag mal, mit den Locken bist du schon noch weit vorne bei den Girls. Ich merke mal schon, ehrlich? Das fehlt die ganze Zeit am liebsten einfach so durchmischen. Ja? Aber ich würde würd trotzdem das Gefüge, das wenn ich nicht rausbrechen. Ich sag, liebes Anfragen in die Kommentare. Tuta sagt dir raus, ich würde so Leute wie So dennoch spielen lassen. So, Djibril So würde ich spielen lassen. Endika muss auf jeden Fall spielen, Kamada muss spielen. Also diejenigen, die jetzt quasi unser Spiel gestützt haben, die darfst du nicht rausnehmen. Schreibt in die Kommentare, sagt mir, was ihr dazu meint. Und dann sagst du mir jetzt erstmal deinen Tipp. 0-2. Ja. Also 2-0 aus Eintracht-Sicht. Ja. Alles klar. Ich glaube, es wird ein bisschen deutlicher. Ich glaube, die Eintracht gewinnt mit 3-4 Toren Vorsprung. Sehr cool. Ich sag 4-0. 4-0 für die Eintracht. Was meinst du? 6-0. Alles klar. Liebe Leute, wir sind sehr offensiv, aber wir haben auch festgehalten heute, dass die Eintracht zumindest bei den Standards immer noch aufpassen muss. Das muss noch besser werden. Leverkusen war jetzt auch so ein relativ leichter Gegner, haben uns viel angeboten. Das wird nicht gegen alle so sein. Der nächste Gegner, der tief steht und auch die ganze Zeit uns anpresst, könnte wieder gefährlich werden. Auch da muss die Eintracht noch sicherer werden. Aber wir können trotzdem froh sein, dass wir jetzt am Samstag gewonnen haben. Und gegen Stuttgart sieht es auch gut aus. Der Superprakti meldet sich auch bald wieder, spätestens nach Stuttgart. Und wir pressen uns alle anderen, Basti Red. Alles klar. Happy Birthday, Brudi. Ciao, ciao. The sky is the limit, liebe Freunde. Zumindest dann, wenn Eintracht Frankfurt so spielt wie an diesem Wochenende. 5 Buden gegen Leverkusen. Was für ein geiler Kick. Wir haben die Highlights nochmal für euch zusammengepackt und fachmännisch analysiert. Stimmt euch ein bisschen ein, fahrt euch ein bisschen hoch. Schon morgen geht's weiter. Pokal bei den Stuttgarter Kickers, da gibt es mindestens wieder 5 Buden. Also Torparade Deluxe hier bei uns bei Fußball 2000. Puh.